So, es geht weiter mit Subnautica. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute machen wir, wie versprochen, eine Baurunde. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was überlegt, wie ich das Ganze gerne hätte und wie es hier unter Wasser in unserer doch ziemlich kleinen und engen Landschaft eventuell möglich ist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Und zwar den Mehrzweckkammerraum würde ich gerne hier oben drauf bauen. Der Grund für den Raum ist ja der Reaktor, dass wir da oben den Reaktor drauf bauen. Und ich denke, das sollte so funktionieren. Und wenn wir jetzt einfach hier das gleiche wieder hinbauen, können wir hier oder hier, das bleibt uns überlassen, eine Leiter hinbauen und können dann dementsprechend einfach da hochklettern. Ich hoffe, dass das Ganze so oder so ähnlich funktioniert. Ich habe unten schon mal ein paar Verstärkungen hingebaut, also sprich ein paar Shots, dass da relativ wenig passieren kann und dass die Hüllenstärke hoffentlich gleich bleibt. Jetzt gucken wir mal. Ja, jawohl. So, so sieht das Ganze jetzt von außen aus. Ich finde, das sieht durchaus gar nicht so schlimm aus, oder? Das kann man eigentlich so lassen. Machen wir ein Bildchen, wir haben schon lange kein Bild mehr gemacht. Und so können wir eigentlich die Base immer und immer wieder erweitern. Ich würde nämlich jetzt gerne auch hier oben drauf gleich noch einen Mehrzweckraum bauen. Allerdings fehlt mir Verstärkung, also sprich Befestigung des Ganzen. Und die müssen wir erst bauen, bevor wir da loslegen können. Was wir aber direkt bauen können, ist die Leiter. Und ich habe geguckt, ich glaube, das funktioniert folgendermaßen. Ich muss jetzt schauen. Irgendwo hier müsste sie jetzt anbaubar sein. Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Da! Da können wir sie hinbauen. So, und jetzt geht's da hoch. Wenn wir hier hinklicken, wupp, sind wir oben. Und dann wäre hier unser Reaktorraum. Jetzt hoffe ich, dass wir da... Ne, wir haben noch nicht genug Kabelsatz und Schmierstoff. Das heißt, wir müssen vermutlich nochmal kurz los und uns ein paar Schlingpflanzen holen. Denn ich habe aktuell noch keine vor der Haustür. Nein. Aber das ist kein Problem. Die sind direkt hier vorne. Dann machen wir uns doch direkt noch auf den Weg. Holen das Ganze und können dann gemütlich unsere Baurunde weitermachen. Bist du eine Schlingpflanze? Aber machte man das nicht aus diesen Dingern da unten? Ich erinnere mich dunkel. Nehmen die auch mal mit hier. Sicher ist sicher. Ja, Schlingpflanzenbüschel. Ich glaube, die waren das. Inventory full. Dann gucken wir doch mal ganz kurz ins Inventory. Ach, die brauchen wir nicht, ne? Oh. Die kann man nicht essen. Die kann man nicht essen. Nicht essen. Freunde, esst die nicht. Jetzt müssen wir Nein, verdammte Axt. Ihr seht, wir verdursten, verhungern gerade. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, sonst war die Reise hier umsonst. Wir machen sie jetzt schnell nach Hause, ernten einmal die Dinger ab. Alles nicht so richtig gut. Das passiert, wenn man fremde Pflanzen isst und er schreit hier um sein Leben und ich kann ihm gerade nicht helfen. Kommt schon, schneller, wir schaffen das noch. Da ist die Luke, die andere habe ich ja weggebaut gehabt. Lauf! Oh, wir können nicht mehr richtig laufen. Das ist das Schnellste. Schneller geht nicht. Ah, verdammt. Verdammt, so kann es gehen. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen was verloren. Du bist gestorben. Nee, wir haben noch alles. Oh, Glück gehabt. Also, gut ist was anderes. Aber jetzt haben wir auch mal einen Tod gesehen. Naja. Wo waren wir? Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Wir brauchen Schmierstoff. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber wir machen jetzt immer mal Schmierstoff. Da einmal Schmierstoff. Machen gleich mal zwei. Und was brauchten wir noch? Vor lauter Sterben ein Kabelsatz. Ich glaube, der Kabelsatz waren zwei... Genau, zwei Silbererze. Jetzt hoffe ich, dass wir die noch haben. Das können wir mal da reinpacken. Das auch. Zwei Silbererz. Eins, zwei. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Sehr schön. Wo haben wir es denn? Den Kabelsatz. Ich habe noch nicht wirklich Ahnung, wie der Bioreaktor funktioniert und was er uns genau bringt, aber er macht ja auf jeden Fall Energie. Und Energie ist immer gut.
Das heißt, wir können auch mit unseren verfaulten Dingen was anfangen. Jetzt wollen wir die Bedienerkonsole natürlich. Machen wir die seitlich. Die machen wir seitlich. Das haben alle Raumschiffe haben das Ding seitlich, würde ich sagen. Keine Energie. Na klasse. Leer, die dann nehmen wir. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Wir sollen Fotos machen. Selbst das Ding hier sagt, wir sollen Fotos machen. Dann machen wir doch mal fix eins. So. Inaktiv. Bioreaktor benutzen. Ladestand 0,55. Komposiert. Okay, also wir können da jetzt organisches Zeug reinschmeißen. Passt mal auf, das probieren wir. Ich habe unten vergammelte Nahrung. Ich habe hier unten irgendwo vergammelte Nahrung. Die sollten wir mal da reinschmeißen. Jetzt will ich ganz kurz. Das geht wieder nicht da rein. Egal. Ich habe hier irgendwo vergammeltes Zeug. Genau das da. 3. Das schmeißen wir jetzt mal da rein. Gucken mal, was passiert. So. Du. Aktiv. Okay, und jetzt wird da drin Energie erzeugt. Oh, guck mal, unsere Energie hier oben ist auch von Mini auf 600 noch was gestiegen. Ist praktisch, ne? Jetzt können wir unser ganzes vergammeltes Zeug hier oben reinschmeißen. Sehr, sehr gut. Perfekt. Wir haben einen offiziellen Reaktorraum. Ich würde ganz gern noch Silikongummi, machte man. Ich glaube, das können wir auch direkt bauen. Ich würde nämlich gerne oben noch einen Shot reinbauen, einfach wegen der Festigkeit. Jawohl, dann machen wir jetzt noch mal ein paar Silikongummi, die brauchen wir öfter. Wupp. Und noch ein. Wunderbar. Wir bräuchten halt so ein Energiezellenladegerät, ne? Aber das können wir noch nicht. Ich habe noch nichts gefunden, dass wir das bauen können. Für einen Shot brauchen wir natürlich auch. Das haben wir noch, perfekt. Dann bauen wir jetzt hier mal noch ein paar Shots rein. Einfach, dass die Hülle hier Stabilität bekommt. Und zwar direkt hier vorne dran. Wo war's? Da ist es. Zweimal Titan, ich glaube einmal Silikongummi, also das ist bezahlbar. Und dafür bekommen wir doch einiges an Hüllenstärke dazu. Denn wenn ich jetzt drüben was anderes bauen möchte, was ich ja vorhabe, das Ganze hier zu verbinden, dass wir quasi doppelstöckig hier fahren, dann werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Stabilität brauchen. Wir drücken mal ganz kurz auf den Kommunikator, wir haben nämlich eine Nachricht. This is LifePod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Also, die sind unbrauchbar. Ungefähre Abstand in der Datenbank gespeichert. Das heißt, wir haben das nächste etwas, nachdem wir tauchen können. Wir gucken mal ganz kurz raus, ob wir schon sehen. Ob wir eine Markierung haben. Okay. Bei der Aurora, das wäre in dieser Richtung. Ungefähre Koordinaten gespeichert. Hier habe ich ein paar Bilder gemacht. Nein, schade. Gut, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal oder bei den nächsten Malen werden wir auf jeden Fall einfach mal in die Richtung von der Aurora gehen. Und mal schauen, ob wir dann ein Signal bekommen, ne? Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unseren Bau weiter. Ich werde jetzt hier oben einiges demontieren müssen, sonst kann ich da genau. Das Solarmodul machen wir weg, aber das bauen wir direkt wieder auf. Keine Frage. Auch das Ding müssen wir einsammeln. So, dann bauen wir doch jetzt erstmal ein paar Solarmodule. Oder ein Solarmodul hier oben drauf. Ich denke, das macht ja Sinn hier. Wupp. Dass wir wieder Energie haben. Zack. Perfekt. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Raum. Da haben wir schon zu wenig für. Aber guck mal, hier könnte ich den zum Beispiel auch schon hinbauen.
Okay, also wenn wir hier doppelstöckig bauen, sind wir definitiv besser aufgestellt. Und dann geht aber hier keiner mehr hin, ne? Das ist die Frage. Passt mal auf. Wir könnten den hier hinbauen. Dann wäre er direkt da vernetzt. Dann geht da unten aber keiner mehr hin. Aber das macht ja eigentlich nichts. Dann sieht es auch nicht so, so symmetrisch aus. Finde ich gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, dann können wir hier. Du bist falsch. Dann können wir hier das dahin. Ach, das geht wieder nicht, ne? Weil ich da wieder das Ding nicht habe. Ich verstehe. Das da kommt dann dahin. Dann kommt erstmal das hier hin. Und dann kommt da noch so ein Wöbbelböb da rein. Das machen wir. Hol mal schnell Titan, davon haben wir genug. Dann bauen wir uns da oben schon mal ein Räumchen. Ich weiß noch nicht für was. Noch brauchen wir nicht. Aber lieber einen Raum haben, als einen Raum brauchen. Spind, Titan. Da ist so viel Titan, mein Junge. Nimm mit. Lass noch ein bisschen was frei. Nimm mit. So, einmal da raus. Schon wieder eine Nachricht. Sup. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass die Hüllenstärke nicht zu sehr sinkt. Wenn wir hier Probleme kriegen und alles kaputt geht. Das wäre hässlich. Zack. Ja, guck mal. Aha. So soll es doch sein, oder? So soll es sein. Wir können hier dann quasi einmal im Kreis laufen, können von unten direkt hier hoch, was ja auch eine gute Sache ist. Ich würde die Leiter da fast wegnehmen und würde sie hier in die Mitte setzen. Ich denke, das macht mehr Sinn. Oder wir nehmen auf jeden Fall den doofen Scheinwerfer da weg. Der macht echt nur einfach Licht. Mehr macht er nicht. Das nicht mal gut. Eventuell so, dass man direkt von vorne. Wieso ist denn da jetzt ein. Achso, da ist noch keine Leiter drin, deswegen ist da nichts drin. So, dass wir direkt hier vorne im Kreuzgang nach oben können. Komm, bau das dahin. Jawohl. Ne? Weil hier kommt man noch eigentlich gut vorbei, das ist kein Problem. Und dann können wir direkt wupp hier hoch. Jetzt stehen wir quasi hier. Hier ist normalerweise unser Lagerraum. Und hier geht es dann direkt drüber in den Reaktorraum, der hier brav vor sich hin Energie produziert, macht, tut. Hoffe, er explodiert nicht. Doch hier irgendwo den Ladezustand gesehen. Ach, hier. Ja, perfekt. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Sache, würde ich behaupten. Wir können es hier optional ja noch alles mit Luken und so weiter ausbauen. Was wir hier oben reinmachen, weiß ich noch nicht. Lass mich mal gucken. Das zum Beispiel. Lebensform, Zuchtbehälter, der wird mit Sicherheit auch einiges an Platz wegnehmen. Wir können dann die großen Innenbeetkästen hier bauen. Also den Raum lassen wir erstmal leer. Ich hätte ja gern dieses Observatorium, aber ich habe noch kein emailliertes Glas. Das ist noch ein bisschen schade. Die Verstärkung frisst wahnsinnig Lithium, glaube ich. Allerdings würde sie sich anbieten, ne? Das Fundament brauchen wir wieder Blei. Also die nächste Base würde ich definitiv anders bauen. Ich würde direkt mit den Fundamenten beginnen. Dann ist das Bauen nicht ganz so schwer. Aber auch so funktioniert es ja, ne? Wir haben eigentlich alles, was wir wollen. Ich denke, das wird man wohl das Fenster lassen mal. Da sieht man zumindest ein bisschen was raus. Ich hätte natürlich gern insgesamt in den ganzen Räumen mehr Fenster. Ist momentan noch nicht möglich, sonst bricht uns das ganze Ding hier einfach zusammen. Was wir ja auch nicht wollen. Jetzt gucken wir doch mal hier, was uns zu sagen hat. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's. Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Das heißt, wir werden geholt? Wir werden geholt. Landeplatz der Sunbeam. Das heißt, wir werden in knapp 40 Minuten abgeholt. In einem Kilometer.
krass. Dann müssen wir ja schon bald dahin, ne? Dann müssen wir bald dahin. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich vorbereiten. Wir müssen uns definitiv vorbereiten, dass wir abgeholt werden. Ich kann noch nicht wirklich glauben, dass wir abgeholt werden, aber man sagt es, ne? Krass. Die Sunbeam kommt in, ja, jetzt 38 Minuten. Wir müssen uns vorbereiten. Ich mache jetzt alles fertig. Wir holen Essen, Nahrung, dass wir da hinkommen. Wir müssen noch ein paar Batterien herstellen, dass wir wieder zurückkommen. Dass wir da hinkommen. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir zurück müssen. Ich habe keine Ahnung. Wäre natürlich ein abruptes Ende. Meiner Meinung nach. Aber wir schauen jetzt mal. Wir gucken jetzt einfach mal. Wie es verläuft, ne? Sunbeam kommt. Okay, das ist echt krass. So, zurück zum Plan. Wir brauchen Essen. Wir futtern uns jetzt erstmal wieder voll. Inventar voll, verdammte Axt. Da wieder eins reinsetzen. Wir machen unser Inventar natürlich leer, bevor wir da hingehen. Ganz klare Sache. Den können wir noch da reinpacken. Da ist, glaube ich... Oh, da ist wieder Platz. Jawohl. Ich bin jetzt etwas geflasht, überrascht, dass wir da hingehen. Die kommen tatsächlich zu uns. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Das sollen sie nicht warten lassen. Ich meine, ich werde sie definitiv nicht warten lassen. Ich habe nur so meine Zweifel. Weil... Das kann ja nicht das Ende sein. Ich meine, wir sind gerade mal ein paar Tage hier. So schnell geht das nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also irgendwas wird passieren. Und ob gut oder böse, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, irgendetwas wird passieren. Und ich weiß nicht, was passiert. Das macht mir so ein bisschen Angst. Wir haben nur noch eine Batterie. Okay, jetzt ganz ruhig. Wir brauchen auf jeden Fall demnächst irgendetwas, was uns Batterien lädt. Ihr seht, wir haben hier so viele leere Batterien. Das macht keinen Sinn. Batterien machte man doch aus diesen Kameraden hier. Und ich glaube Kupfer. Wovon wir ja auch mehr als genug haben. Das ist Gold. Ich bin jetzt etwas aufgeregt und überfragt. Ihr merkt es vielleicht. Aber das machen wir. Wir bereiten uns jetzt vor. Und ich weiß nicht, also dahin schwimmen möchte ich noch nicht, weil es sind noch wirklich 35 Minuten. Das ist noch eine Weile. Definitiv. Aber ich weiß eben nicht, was da passieren wird. Was nehmen wir mit? Brauchen wir den Strahlenanzug? Brauchen wir nicht. So schön während der Bauphase jetzt unterbrochen hier, ne? Alles aus dem Konzept gebracht, nur wegen so einer Nachricht. Mal zurück zu unserer Base. Ich finde sie übrigens optisch sehr, sehr schön. Fällt mir sehr, sehr gut. Da müssen wir hin. Was ist denn da? Das ist der Sunbeam. Ankunft der Sunbeam. Wir schaffen es jetzt auf jeden Fall nicht mehr dahin. Ich guck mal, wie wir es machen. Eventuell lasse ich die Zeit so weit runterlaufen, dass wir beim nächsten Mal direkt sehen, was die Sunbeam, wo sie landet, was passiert. Ich bin mega gespannt. Ihr merkt sich, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Es kommt ein Raumschiff und rettet uns. So zumindest die Information des Funkspruchs, die wir bekommen haben. Sie brauchen noch ein paar Tage. Wir sollen die Daumen drücken, dass das Wetter so bleibt.
und wir sollen sie auf keinen Fall warten lassen. Werden wir nicht. Wir werden dahin schwimmen. Egal wie. Ich möchte sehen, was passiert. Vielleicht werden wir gerettet und es geht woanders weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur erfahrungsgemäß ein ungutes Gefühl. Ich weiß wirklich selber nicht, wie es hier weitergeht. Ich habe nur wirklich erfahrungsgemäß ein ungutes Gefühl, denn irgendetwas sagt mir, dass irgendetwas passieren wird. Denn das kann doch nicht das Ende sein. Definitiv nicht. Aber wir sind gespannt auf die Ankunft der Sunbeam. Das sind momentan die einzigen lebendigen Menschen, die mit uns sprechen. Der Rest sind alles Aufzeichnungen. Das sind tatsächlich Funksprüche, die serial klingen. Also sehr so, als wäre da tatsächlich einer am anderen Ende. Und wir haben viel zu wenig Blei. Das heißt, wir schauen mal. Wir gucken mal, was sie von uns möchten, was sie sprechen. Vielleicht ist es auch ein Hinterhalt von irgendwelchen fiesen, ekelhaften Kreaturen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir schauen einfach mal. Wir lassen uns da mal positiv überraschen. Und oh. Und schauen einfach mal. Aber die Sunbeam kommt. Jetzt gucken wir uns unsere Base mal nochmal am Tag an. Zum Abschluss gucken wir uns unsere Base nochmal im Sonnenaufgang an. Ich würde gerne ein Stückchen weiter weg. Es gibt Hässlicheres, ne? Oder? Es gibt definitiv Hässlicheres. Ich finde sie so, wie sie ist, echt schon ganz schön. Vor allem ist sie praktisch, ne? Wir haben hier oben unseren Reaktorraum. Da können wir bei Gelegenheit noch Fenster reinmachen. Hier wird unser Raum der Ungewissheit. Ich weiß nicht, was da reinkommt. Ich habe ihn nur schon mal gebaut, weil es konstruktiv gerade sich angeboten hat. Wir sollten den Garten noch ein bisschen erweitern. Denn hier sind Schlingpflanzen. Und wir brauchen die des Öfteren. Und natürlich geht unsere Fischsammlung weiter. Ich habe ja schon mal begonnen, so die Fische, die ich gefunden habe, in die Tanks zu schmeißen. Und wenn wir von jedem einen hätten, wäre das natürlich schon mal eine ganz coole Sache, finde ich. Ich habe mir nämlich auch überlegt, ob wir einfach in die Gänge hier gleich das ein oder andere Aquarium stellen, weil dann sind die schon nicht so leer. Komm, das probieren wir dann mal ganz kurz. Jetzt ganz kurz zum Abschluss noch die Spielerei. Wo ist es? Bin ich blind? Da. Einmal drehen. Ah, ich glaube, die gehen hier nie rein, ne? Braun. Nee. Die kannst du echt nur in den Mehrzweckräumen bauen. Aber naja, wir haben ja noch genug Platz. Wir haben noch genug Räume. Das heißt, wir können dementsprechend auch noch genug Aquarien bauen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Sind wir hier am Ende der Folge. In genau, ziemlich genau einer halben Stunde hier im Spiel kommt die Sunbeam auf unseren Planeten, um uns zu retten. Ich bin mega gespannt, was passiert. Und ich werde es so machen, dass ich das grob vortime und dass wir dann gerade hinschwimmen und schauen, was da abgeht. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!